Stefan Maross hat eine traurige Nachricht für seine Fans. Denn diese müssen schon bald auf den beliebten Schlagerstar verzichten, zwei seiner Konzerte wurden abgesagt. Stefan Maross, immer wieder Schlagerabsagen. Stefan Maross, 47, und Anna-Karina Wojcik, 30, wollten nach ihrer Trennung im vergangenen November zumindest beruflich weiterhin zusammenarbeiten. Eigentlich sollten die beiden Schlagerstars gemeinsam auf große Immer-wieder-Schlager-Tour gehen, doch dann befand sich auf dem Plakat zur Tour plötzlich nur noch Stefan Maross allein. Und das, obwohl zuvor auch noch Anna-Karina auf jenem zu sehen war. Fans munkelten daraufhin, dass die 30-Jährige aus dem Line-up entfernt wurde, was diese jedoch mit den Worten "Ich freue mich sehr, Teil dieser tollen Tourneereihe zu sein" unterband. Wie es scheint, ist es nun nicht nur Anna-Karina, um deren Erscheinen bei Immer wieder Schlager sich die Fans Sorgen machen müssen, sondern auch Stefan Maross selbst. Stefan Maross: Diese Konzerte wurden abgesagt. Eigentlich sollte die Immer wieder Schlager-Tour am Freitag, den 10. März im niedersächsischen Gifhorn Halt machen. Doch wie die Konzertagentur Live Concerts laut WAZ nun angekündigt hat, wurde das Konzert abgesagt. Auch die Show am 11. März in Osterode am Harz wurde ebenfalls abgesagt. Einen Grund für die Absage teilte der Veranstalter nicht mit. Für sämtliche weitere Konzerte der Tour nach dem 11. März gibt es bisher noch Tickets zu kaufen. Fans, die Karten für die Konzerte in Gifhorn und Osterode gekauft haben, können diese an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgeben, an der sie die Tickets erworben haben. Weshalb die Shows ausfallen, darüber lässt sich nur spekulieren. Es ist möglich, dass Stefan Maross noch zu sehr unter der Trennung leidet, um mit seiner Ex-Frau zusammen auf der Bühne zu stehen. Ebenso ist es jedoch auch möglich, dass sein Management um seinen Ruf fürchtet. So soll der Schlagerstar bereits diverse Angebote für Reality-TV-Formate abgelehnt haben sollen, weil der SWR, bei dem er fest angestellt ist, ihm dies verboten haben soll. Doch all das sind bloße Spekulationen, denn bisher hat sich Stefan Maross noch nicht selbst zu Wort gemeldet.